Moin und herzlich willkommen. Taal, Philippinen. Jetzt wieder mit über 12.600 Tonnen Schwefeldioxid. Vor ein paar Tagen reichten die Dampfwolken auch gut 2.000 Meter hoch. Was für wenig Wind spricht und somit die Schwefeldioxidkonzentrationen in den umliegenden Gebieten in die Höhe treibt und die Menschen beeinträchtigt. Aktuell hat der Wind dort ein wenig aufgefrischt und die Dampfwolken erreichen nur etwa 600 Meter Höhe. Es ist weiterhin verboten, Volcano Island zu betreten. Die Ausstöße sind beeindruckend hoch, also für einen Vulkan, der nicht eruptiert oder einen Lavasee hat. Es gibt weiterhin Berichte über den immer wieder auftretenden vulkanischen Smog und damit eben die einhergehenden Beeinträchtigungen. Wundern tut mich das nicht bei den hohen Ausstößen von Schwefeldioxid. Taal besitzt ein Hydrothermalsystem. Dieses soll sich in etwa unter dem Hauptkrater befinden und 3x3x3 Kilometer groß sein. Hier gibt es hydrothermale Flüssigkeiten, die entweder flüssig oder gasförmig sind und aus einem Magmareservoir in der Tiefe stammen. Ebenso scheint das hydrothermale System eine Rolle auch bei den größeren Eruptionen zu spielen. Also vorweg, auch hydrothermale Eruptionen können ziemlich brachial werden. Hier einfach mal nach dem Vulkan Ontake suchen. Bei Taal lese ich, dass phreatische Eruptionen auch als Beginn einer folgenden größeren Eruption betrachtet werden können. Jetzt gab es Anfang 2020 eine größere Eruption am Vulkan und ob es wirklich wahrscheinlich ist, dass es jetzt nur wenige Jahre später erneut zu einer größeren Eruption kommt, ist unklar. Aber Potenzial hat der Vulkan. Es leben auch sehr viele Menschen in direkter Nachbarschaft zu Taal, was ihn umso gefährlicher macht. In den letzten 450 Jahren brach Taal etwa alle 13 Jahre aus. Dies ist natürlich nur statistisch zu betrachten, zeigt aber dennoch, wie aktiv der Vulkan ist. Bereits 1995 wurde er zu den Dekadenvulkanen zugefügt, was bedeutet, dass er aufgrund seiner Aktivität und Lage ein sehr hohes Gefährdungspotenzial aufweist. Hinzu kommt, dass Taal ein riesiger Caldera-Vulkan ist, der vermutlich schon mindestens einmal einen VOI-7 erzeugte. Aber es gab auch weiter Caldera-erzeugende Eruptionen. So etwas wäre heute, bei aller Sachlichkeit, eine unvorstellbare Katastrophe. Aus meiner persönlichen Sicht zeigen die hohen Gasausstöße einen unruhigen Vulkan, aber ich weiß nicht, was für einen großen Caldera-Vulkan normal ist. Der Vulkan ist faszinierend und nach meinem Verständnis könnte er eines Tages erneut eine massive Eruption erzeugen. Er ist ein Subduktionszonenvulkan und damit ist die Gefahr von Eruptionen eben gegeben. Es gibt dort die Eurasische Platte, die Philippinische Platte und dann eben die Gräben, Manila-Graben, Philippinischer Graben, da sind schon ein paar Störungszonen. Dass dort immer wieder Erdbeben entstehen, wird klar, wenn man einen Blick auf die Plattentektonik wirft. Und genau das treibt eben auch den Vulkanismus an. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast, ich hoffe dir hat das Video gefallen, lass doch ein Abo auf YouTube da. Nicht ärgern lassen, hab noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.